Trade Republic ist eine App, die sehr, sehr viele Leute nutzen und auch ich nutze Trade Republic, aber es gibt eine Gefahr, die wirklich ja, bei vielen, vielen Anfängern eben vorkommt und ja, wo eine Gier dann entstehen kann, wo Leute denken, dass sie jetzt schnell Geld verdienen können. Am Ende des Tages habe ich schon viele Geschichten gehört, die durch diesen Fehler ihr Kapital extrem verloren haben und am Ende des Tages ist genau das, was du ja vermeiden willst. Und erster Punkt ist erstmal ein Lob. Ja, die App ist natürlich sehr, sehr gut. Das hat vieles erleichtert. Ein Depot doch zu eröffnen ist sehr, sehr leicht. Man kommt einfach, man muss keine komplizierten Verifizierung machen. Man muss nicht zur Post rennen, das ist alles sehr einfach und auch der Aufbau der App ist sehr, sehr simpel, sodass auch eben Anfänger sofort das Gefühl haben, hey, das ist nicht kompliziert, Aktien kaufen ist einfach, super. Was ja auch ein Vorteil ist, ja, deswegen auch das Lob, aber das hat natürlich auch gewisse Nachteile, weil man natürlich als Anfänger gar nicht unterscheiden kann, okay, wo kann ich denn jetzt hier einen Fehler machen, was ist vielleicht gefährlich, was ist nicht gefährlich, weil es sich halt so spielerisch leicht anfühlt. Und eine Sache kann ich dir sagen, ein Depot zu haben und Aktien kaufen zu können, ist nicht der Schlüssel zum Erfolg an der Börse. Weil am Ende des Tages kann das heutzutage jeder und einfach dann irgendwelche Aktien zu kaufen, ist eben nicht der Schlüssel. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht sich halt um die Vielfalt ja, der Produkte, die du kaufen kannst bei Trade Republic. Weil du kannst nicht nur Einzelaktien kaufen bei Trade Republic, du kannst Zertifikate kaufen, du kannst ja, Hebelzertifikate sogar kaufen, du kannst Kryptowährungen kaufen, du kannst normale Aktien kaufen, ETFs kaufen. Also die Produkte dort sind eben schon sehr, sehr hoch. Und der Riesenunterschied zu normalen Depots ist, dass du keine krassen Einschränkungen hast. Wenn du beispielsweise bei der Comdirect ein Depot aufmachst, dann wirst du eben gefragt, bist du ein Anfänger, hast du Ahnung von Hebelzertifikaten, ja, nein. Und teilweise, so war das bei mir damals, als ich vor 9 Jahren mein Depot aufgemacht habe, wurden mir dann Hebelzertifikate einfach gesperrt, weil sie gesagt haben, hey, das ist ein Anfänger, das sperren wir erstmal einfach zur Sicherheit. Und das ist auch eben gut so, weil am Ende des Tages besteht die Gefahr, dass du als Anfänger ein Depot aufmachst, du lädst 50.000 Euro auf deinen Account, du denkst dir nichts dabei, machst ein paar Klicks und hast auf einmal dein Geld in einem Hebelzertifikat und 2 Minuten später ist dein Geld weg. Also es kann durchaus passieren. Die Möglichkeit ist da und es ist sehr, sehr einfach, ja, dass das passieren könnte. So, fangen wir jetzt aber erstmal mit dem nächsten Punkt an. Was sind denn jetzt überhaupt Zertifikate? Also anders wie bei einzelnen Aktien, also wenn du jetzt eine Einzelaktie kaufst, dann ja, bist du halt eben beteiligt an einem Unternehmen und hast einen direkten Anteil an diesem Unternehmen gekauft. Bei einem Zertifikat, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Knockout-Zertifikate, ja, Long-Zertifikate, da kannst du eben auf Kurse zum Beispiel setzen, ja, ein Zertifikat verbrieft dir quasi ja, entweder einen Anteil einer Aktie oder halt eben an einer Wette, ob die Aktie steigt oder fällt, im ganz, ganz Einfachen erklärt. Und das Problem ist, dass es auch eben hohe Hebel gibt, auch bei Trade Republic, dass du eben Zertifikate kaufst, die eben zum Beispiel darauf setzen, dass eine Aktie steigt. Aber nicht nur das, sondern dass eben ein Hebel da ist. Und das ist eben auch die nächste Erklärung. Was ist jetzt überhaupt ein Hebel? Ein Hebel, der vervielfacht halt eben deinen, im Endeffekt deinen Einsatz. Ja, das bedeutet, wenn du jetzt ohne Hebel ein Zertifikat kaufst, ja, und dieses Zertifikat steigt jetzt irgendwie, oder diese Aktie, die an dieses Zertifikat gekoppelt ist, steigt um 5%, dann machst du 5% Gewinn. Wenn sie fällt um 5%, machst du 5% Verlust. Dann gibt es aber Hebel, die das Ganze natürlich, wie der Name schon sagt, aushebeln. Das heißt, wenn du ein Hebelzertifikat, sage ich mal, mit einem 2er Hebel hast, dann hast du eben, wenn die Aktie um 5% steigt, das Doppelte an Rendite und umgekehrt genauso. Und da ist halt das Problem, dass natürlich Leute am Anfang denken, hey cool, das ist ja eine super Abkürzung zum Reichtum. Jetzt kaufe ich mir halt mal ein paar Zertifikate mit einem 10er Hebel. Ja, da braucht die Aktie ja nur eben ein paar Prozent zu steigen und dann mache ich ja schon einen riesen Gewinn. Aber was die Leute halt eben vergessen ist, dass sie erstens die Ahnung nicht haben, wie man damit umgeht und zweitens, ja, dass natürlich auch in die andere Richtung, ins Minus, der Hebel auch greift. Das heißt, wenn du ein 100er oder, nehmen wir mal, wollen wir jetzt nicht übertreiben, aber wenn du einen 10er Hebel hast, dann hast du natürlich auch, wenn du irgendwo, sage ich jetzt mal, 10% Verlust machst, dann ist dein Geld weg. Dann hast du alles verloren. Und das ist eben das Grundproblem. Zertifikate und Hebel bei Trade Republic sind meiner Meinung nach für Anfänger viel zu offen. Das heißt, Leute, die es nicht wissen, die zum Beispiel keinen Coach wie mich an der Seite haben, die eben ganz klar auch aufklären über das Thema, sondern die denken, ah, ich gehe jetzt alleine an das Thema ran. Da ist es manchmal so, dass das halt eben passiert. Oder ganz bewusst, dass sich halt Leute denken, aha, cool, ja, langfristig habe ich jetzt gehört, aber ich will einfach schnell am Ende des Tages reich werden und dann setzen sie halt und versuchen dann den Aktienmarkt wie so ein Spielcasino zu sehen und da kann natürlich sehr, sehr viel passieren am Ende des Tages. Ja, weil die Gefahr, und das möchte ich auch hier nochmal betonen, die Gefahr von Zertifikaten und Hebel ist erstens, dass wenn du keine Ahnung hast, dass du ratzfatz sehr viel Geld verlieren kannst und vor allem, was ich noch gefährlicher finde, wenn du als Anfänger da vielleicht dich mal rumprobierst und dann funktioniert es einfach auf Zufall. Ne? Also du kannst ja jetzt auch ins Casino gehen, Roulette, drückst auf Rot und es funktioniert, du gewinnst.
Das heißt aber noch lange nicht, dass das etwas ist, was immer wieder funktioniert, sondern es bleibt Glücksspiel. Und genauso ist es halt, wenn du an der Börse halt irgendwas machst, wo du keine Ahnung von hast. Aber das Problem ist halt die Psychologie. So werden halt die Leute auch spielsüchtig. Sie gehen ins Casino, gewinnen und denken sich halt, ey krass, ich bin jetzt hier gerade ins Casino gegangen. Ich habe aus 1.000 Euro 100 gemacht. Natürlich werde ich dann nochmal hingehen und das nochmal probieren. Ja, und das ist eben diese psychologische Falle, die du an der Börse auch hast, wenn du dann irgendwelche Zertifikate kaufst. Nehmen wir mal an, du setzt dann 1.000 Euro ein und du hast mit viel Glück irgendwie 5.000 Euro draus gemacht. In einer Woche. Nehmen wir das mal an. Dann denkt dein Kopf natürlich, warum soll ich jetzt hier vernünftig pro Jahr meine 10-15% machen, wenn ich hier mein Geld gerade verdreifacht, vier, verfünffacht habe? Und schon fängst du an, dieses Muster des einfach mal rumprobierens immer wieder zu machen. Und was passiert? Exakt das gleiche wie im Casino. Am Ende des Tages gewinnt die Bank immer oder das Casino immer. Ja, und das passiert dann eben auch, dass du halt dann in eine Sucht verfällst, dass du in etwas reinkommst, wo der Aktienmarkt dann wirklich nur noch zocken ist. Und so kann der Aktienmarkt dann eben auch sehr, sehr gefährlich sein. Und das Grundproblem ist meiner Meinung nach auch ein kleiner Kritikpunkt bei Trade Republic oder bei solchen Apps, dass halt überhaupt nicht darüber aufgeklärt wird, ja, dass man da einfach diese Sachen machen kann, ist nicht nur Trade Republic, es gibt auch eToro zum Beispiel, diese Plattform, die mag ich persönlich jetzt nicht, Trade Republic nur sich selbst, aber bei eToro ist es auch so, da kannst du auch sämtliche Sachen hebeln, überhaupt nicht anfängerfreundlich und das sollte man einfach nicht machen. Nutze ich persönlich Hebel, selbst nach 9 Jahren Börsenerfahrung mache ich das nicht, weil ich es einfach nicht nötig habe, ja, also das ist tatsächlich so, dass ich das zwar schon mal probiert habe, aber selbst jetzt nicht regelmäßig irgendwie Hebel einsetze, ja, sondern wirklich immer mit meinem Eigenkapital reingehe und ja auch so fantastische Rendite eben bei Aktien erwirtschafte, ne? Also es ist nicht so, dass das sein muss, um wirklich super Gewinne zu machen. Ja, wenn man mal meine Tesla-Position von damals anschaut mit 2000% im Plus, die Meta-Position ist seit November 22 über 300% gestiegen. Also man braucht nicht zwingend einen Hebel, um tolle Renditen zu machen. Natürlich, wie gesagt, psychologisch kann ich es verstehen, dass Leute einfach sagen, hey, ich will einfach schneller ans Ziel kommen, aber man muss eben auch bedenken, dann machst du einen Fehler und bist wieder ganz am Anfang. Also lieber werde ich langsam reich, in Anführungszeichen, aber die Wahrscheinlichkeit auf Null zu gehen, die ist einfach so gering, als dass ich halt sage, okay, vielleicht komme ich ein bisschen schneller voran, aber wenn dann mal ein Fehler passiert und der wird passieren, dann ist wieder alles weg. Das ist eben sehr, sehr bitter. Das ist auch mein Tipp am Ende. Kaufe wirklich nur Einzelaktien oder halt auch ETFs. Ohne Hebel, ohne irgendwas, ja, und vor allem, wenn du am Anfang bist, such dir wirklich jemanden, der dir auch beibringen kann, das Ganze zu erlernen. Natürlich ist es so, dass mein Training, mein Coaching etwas kostet, aber ganz ehrlich, wenn ich sehe, wie viele Leute Geld verlieren, indem sie einfach mal selbst rumexperimentieren, selbst rumprobieren, dann ist das wirklich ein Witz. Und wenn du derselben Meinung bist, dass es schlauer ist, einfach sich vorher Wissen anzueignen, bevor man irgendwas rumprobiert mit seinem eigenen Geld, dann kannst du dich sehr, sehr gerne melden für ein kostenloses Strategiegespräch auf www.mxroden.com. Du findest aber auch hier unter diesem Video die Webseite. Also klick da jetzt gerne drauf und melde dich bei mir. Bis dahin, dein Maxim Rode.